Ich bin Finanzchef von der Sefar-Gruppe, einem Hersteller von technischen Textilien. Ich wohne in Männendorf am Zürichsee. Mein Hauptarbeitsplatz ist aber in der Ostschweiz, in Thal am Bodensee. Studiert habe ich an der Universität St. Gallen und dort in Betriebswirtschaft abgeschlossen. Ich bin verheiratet und wir haben zwei erwachsene Kinder. Mein ausserberufliches Leben spielt sich vorwiegend am und auch auf dem Zürichsee ab. Als Ruderer im Seeklub Stefa, wo ich auch Präsident bin, lege ich jedes Jahr einige hundert Kilometer auf dem Wasser zurück. Es ist uns als Team gelungen, die finanzielle Führung so auszugestalten, dass Werttreiber sichtbar und messbar werden. Das Geschäft von Sefar ist sehr kapitalintensiv. Die Rentabilität des eingesetzten Kapitals ist darum für den langfristigen Erfolg wesentlich. Dem Gedanken haben wir in der Strategie und im Tagesgeschäft Nachachtung verschaffen. Besonderes Gewicht lege ich auf die Kommunikation mit den Führungskräften. Das Konzept der wertorientierten Führung muss von den Verantwortlichen in der ganzen Gruppe verstanden und mitgetragen werden. Die intensive Auseinandersetzung über Beiträge zum finanziellen Erfolg trägt aber auch dazu bei, dass der Finanzbereich ständig mit den Bedürfnissen von den Führungskräften an der Front konfrontiert wird. Weiter hat Sefar in den letzten 10 Jahren über ein Dutzend Akquisitionen und Neugründungen durchgeführt, darunter auch eine ganz gewichtige. Die Vorhaben verlangen von einem Finanzchef wesentliche Beiträge, von der Beurteilung der Zielgesellschaften bzw. der Businessplan über die Durchführung der Transaktion bis zur Integration. Das Basismaterial von unserem Geschäft, das ist Gewebe, wird heute an 3 Standorten in einem Produktionsverbund hergestellt, nämlich in der Schweiz, Rumänien und Thailand. Zudem haben wir in den letzten Jahren die beiden wichtigsten Garnhersteller akquiriert und produzieren auch den grössten Teil vom Vormaterial, also vom Garn selber. Das bringt neue Aufgabenstellungen mit sich. Kosteninformationen müssen über mehrere Stufen zusammengebracht werden, damit Preisentscheidungen getroffen werden können. Weiter muss die Leistungsfähigkeit der Konzerngesellschaften und ihren Beitrag zum Gesamtergebnis gemessen werden, unbeeinflusst vom Verrechnungspreis. In der Diskussion um Verrechnungspreis und um die lokal ausgewiesene Profitabilität kommen übrigens nicht nur betriebswirtschaftliche und steuerliche Argumente vor. Auch Psychologie spielt eine wesentliche Rolle. Für ein Unternehmen, das einen höheren Anteil von seiner Wertschöpfung in der Schweiz bringt und exportiert, stellt die Währungssituation mit dem starken Schweizer Franken eine grosse Herausforderung dar. Da geht es um Überlegungen, welche Teile der Wertschöpfung an welchem Ort sollen erbracht werden und wo das soll investiert werden. Es freut mich, dass ich nominiert worden bin. Es wäre eine Anerkennung für den Erfolg von meinem Team, wo eine wirksame finanzielle Führung in der Sefar-Gruppe verankert hat, sowohl im Tagesgeschäft wie auch bei der strategischen Ausrichtung. Für ein Unternehmen, das nicht an der Börse kotiert ist, ist die Wahl natürlich schnell getroffen. Swissgap Fair ist ein pragmatisches Regelwerk und passt sehr gut zu einem Unternehmen, das immerhin rund 200 Aktionäre hat. Der Standard ist auch international problemlos umsetzbar. Wichtiger als der Umfang der Rechnungslegungsstandards ist aber die Geisteshaltung, mit der man die Regeln anwendet. Dass man sie also wirklich principle-based anwendet. IFRS geht mit der immer höheren Regelungsdichtung meines Erachtens in die verkehrte Richtung. Sommerferien. Sie bieten mehr Möglichkeiten, andere Länder und andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. Bratwurst. Auch wenn ich trotz Studium in St. Gallen und Arbeitsort in der Ostschweiz noch nie an der Olma war. Rioja. Wegen der Art des Weins und auch aus meinem Interesse an der spanischen Sprache und Kultur. Wotz. Wenn schon eine Abwechslung zu der NZZ,
dann würde ich mich lieber mit dem Standpunkt der WOTS auseinandersetzen. Ferrari. Das weckt Erinnerungen an Träume aus meiner Bubenzeit. Jassen. Das erfordert raschere Entscheidungen. Und man kann auch mal gönnen, wenn man taktisch schlechter gespielt hat.